Moin bei kugelbahn.de und herzlich willkommen zum 12. Adventskalendertürchen. Und heute stelle ich die Ebenentrichter vor. Die gibt es sonst nirgends und die landen heute in der 3D-Druck-Jackpot-Box. Die Ebenentrichter lassen sich in transparente Ebenen einsetzen und dienen so zum Auffangen der Kugel, wenn die ohne Schienen darüber laufen. So werden die zielsicher eingesammelt quasi und sicher auch auf den Fängerstein darunter geleitet. Ob das jetzt so sinnvoll ist, sei mal dahingestellt, weil dieser Aufbau hier ließe sich auch mit Trichtern und Einserschienen problemlos herstellen und das würde auch zuverlässiger funktionieren, weil wenn der Vulkan mal nichts ordentlich rauswirft, dann rollen die auch mal daneben. Hier gezeigt auch noch der Ebenenblocker, der sorgt für ein Umlenken der Kugel. Das ist recht praktisch bei so endlos Bahnen, wie sie hier gerade in Zeitraffer durchläuft, wo dann am Ende der Bahn drei Ebenentrichter dafür sorgen, dass die Kugeln wieder zum Lift zurückkommen. Kann man hier ganz gut erkennen und jetzt nochmal ein paar Detailaufnahmen, wie die Kugeln über die Ebenen drüber laufen. Nötig sind dafür natürlich diese Ausstandsplättchen aus den Grundplatten, um die Kugeln auch über die Ebenen zu leiten. Manchmal bleiben sie auch hängen, aber das Problem lösen dann eigentlich die nächsten Kugeln. Der heutige Lösungsbuchstabe ist das I und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da, abonniert kugelbahn.de, aktiviert das Bimmelbammelglöckchen, denn dann werdet ihr benachrichtigt, wenn es hier morgen den nächsten Lösungsbuchstaben gibt. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss!